So, und damit herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Yay, wir werden gleich von der Seite angeschrien. Da ist gerade ein Ghast gespawnt. Und ich habe Hanzo verloren. Ah, da ist er. Nein, hast du nicht. Ich weiß nur, dass wir auf jeden Fall in den Ebenen ein Stückchen weiter runter müssen. Au. Und ich hoffe so sehr, dass der Sound nicht total kacke ist. Au. So. Hier mal runter. Dann wartest du auf mich. Ich bin am großen Lava. Ich hab uns gerade ein Treppchen runtergebastelt von dem Berg oder so. Ich spiele ein bisschen Ping-Pong. Ping oder Pong? Ich glaube Ping, weil Pong ist gerade ersoffen. Bist du? Ach doch. Ich versuche gerade rauszukriegen, auf welcher Höhe ich mich jetzt gerade hier befinde. Denn das letzte Mal war ich weiter oben. 40. Ha! Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Ich hab noch keine Ahnung, wie man hinkommt. Bist du? Du läufst schon in die richtige Richtung. Das weiß ich. Und ich komme auf den Hügel hoch. Hier. Oben. Hier. Oh, das ist Erz. Achso. Warte, dass wir kein Bötchen bauen können. Hm. Zweifelsfall Netherrack-Brücke. Boah, bis darüber ist es aber ein Stück. Haben Sie eine sinnvolle Alternative? Außen rumlaufen? Haha, ich hab's gewusst. Tschüss. Ernsthaft? Ich lebe noch. I shall into a burning ring of fire. Nö, du lebst nicht mehr. Aber ich kann dich looten, theoretisch. Nein, ich komme ja gleich wieder. Wobei, da will ich nicht. Deine XP drubbeln da gerade schön rum. Ja. Ich weiß. Mann. Ich glaube, dass da der Weg drum rum feil ein langer. Dieser Weg wird lange schwer, oder wie war das? Tschüss. Ich bin nie gestorben. So. Alles wieder richtig sortieren hier. Ja. Meinst du, wir sollen es jetzt einfach rüberbauen? Zumindest hätten wir jetzt einen Weg wieder hoch. Ach, pack drauf. Udidu, didu. Udidu, didu. Magma-Schleimgras. Okay. 100 pro Tinker, ja. Ja. Was baut man? Es gibt ein lustiges Geräusch. Da trau ich. Magic. Komm, ein Diamantblock, wenn du durchläufst. Was ist mein Diamantblock? Ich hab gesagt, durchlaufen, das gibt es da hinten. Das mache ich nicht.
Nicht ohne Trank. Oder creative. Oder das, ja. So. Wie wär's damit? Einer bleibt hier stehen und der andere baut sich rüber und der andere kommt danach? Warte mal. Warte mal. Ich kann einfach verdeutlichen, wer baut. Ja. Moment, ich schau kurz, ob wir auch wirklich... Bau hier mal Schleim ab. Ja, mach das. Hier ist Magma Schleimerde. Kannst ja mitnehmen. Nein, das war die Lava. Nein, ich habe gerade nicht versucht, den Nether Lava mit Wasser zu löschen. Gut, dass das Wasser einfach verdampft. Ja. So. Wir haben es fast geschafft, glaube ich. Nein, wir haben die Hälfte des Weges. Könnte sein. Denn dieser Weg ist steinig und schwer. La 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 la. Die Sinnkünste. Sinnkünste. Ja, die Sündkünste, das passt schon. Das, was ich da tue, ist eine Sünde. Ja, manchmal schon. Aber irgendwann muss doch auch hier zu Ende sein. Ah! Das ist so die perfekte Stelle für Gast Spawned Kick tot. Darauf habe ich die ganze Zeit jetzt gerade gewartet. Deswegen hatte ich mir eigentlich überlegt, ob ich mitlaufe und dann halt Ping-Pong spiele. Ja, jetzt müssen wir nur noch irgendwie darauf kommen. Was hältst du von hier? Einfach jeder baut sich. Also, du müsstest mir mein Zeug nur wiedergeben. 1, 2, 3. Naja, so hoch ist es jetzt auch nicht. Es ist zum Teil deins, so viel hatte ich nicht. Tschüss! Du. Toll. So. Ernsthaft? Speichern. So. Wenn du mich übrigens nicht wegschiebst, dann ist es cool. Was? So, wir suchen Nether. Schwarzen. Das war übrigens so eine Fledermaus, die explodiert irgendwann. Was haben wir hier? Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. So, und ich glaube, hier kommt man hoch. Ja, hier geht's hoch. Ich werde erstmal die untere Ebene machen. Ich versuche mich gerade zu orientieren. Ja, dann mach doch erstmal eine Ebene. Ja, okay, dann laufen wir hier weiter lang. Links ist mein Nightmare. So. Da ist ein Spawner. Oh, Strike. Von den Viechern brauchen wir welche. Sehr geil. Du kannst dich noch an früher erinnern? Ja, ja. Juhu. Sehr geil. Da würde ich dann vielleicht eine XP-Farm und Dings-Farm drumherum bauen. Wie mit dem Feuer. Ich habe eine Lohnroute. Na, immerhin. Besser als nix. So. Okay, hier sind noch mehr Spawner. Sehr gut.
Jetzt fehlen eigentlich nur noch Warzen. Hier ist so ein Brunnen. Hier sieht alles irgendwie sehr, sehr gleich aus. Hier geht's runter. Wo bist du? Hinter dir ein Stück. Du wartest ja keine 5 Sekunden. Ja, ich hab Hummeln im Po. Wenn sie nur da wären. Geh in der Birne. Boah, ist das mies. Was denn? Wenn du da rechts entlang gehst, da geht's relativ schnell. Sag's mal so, da gibt's einen kurzen Weg nach unten. Oder einen sehr langen. Da sind Warzen, haben Warzen, haben Warzen. Ja! Geil! Ja, ich habe Warzen. Jetzt nicht mehr. Eine Kiste. So. Damit haben wir unser Ziel bereits erreicht. Geil. Wir haben Warzen und wir haben... Würdest du dir vielleicht neue Sprungpunkte setzen, hä? Die Festung habe ich schon markiert. Kiste! Kiste! Meins. Hier, denn wir brauchen... So. Braurezept. Und zwar für einen Trank... Nicht des Glücks. Der Stärke, sondern. Das ist in der Festung so, wenn die Minuten sind. Feuerresistenz. Das sind 8 Minuten, dann sind das hier 3 Minuten. 3 Minuten brauchen wir Magma-Creme für. Das ist aber okay. Genau, und Netherwarzen brauchen wir für den seltsamen Trank. Wuhu! Kiste. Heißt Magma-Schleim. Kiste. Okay. Ich muss jetzt erstmal wieder suchen gehen. Da geht's wieder rauf. Da ist der Weg nach unten. Ich glaube, ich bin mindestens noch einmal tiefer gegangen. Mindestens noch einmal tiefer. Oh, okay. Nee, hier geht's wieder rauf. Ich sehe dich. Ah, hier geht's runter. Hier geht's wieder rauf. Ich bin gerade eine Treppe hoch. Ja, hier habe ich die Kiste auch schon leer gemacht. Cool, ich habe keinen blassen Schimmer, wo du bist. Ich auch nicht. Na dann. Aber ich habe 2 Diamanten gefunden. Okay. Und ne, echt. Und ich habe noch mehr Warzen. Ich sehe deinen Namenstag, aber ich habe keine Ahnung, wo du bist. Gold. Loot. Ich habe einen physikalischen Ausweg gefunden. Oh, hier ist Erz. Okay, ich habe zumindest deine Fackeln gefunden. Meine total geordneten Fackeln. Ja, und zwar so, dass ich keine Ahnung habe, in welche Richtung du marschiert bist. Geil. Abbiegen. Wer bist du? Warzen. Warzen? Komischer Lavastrom. So. Hier ist nicht ein. Meinst du schon wieder? Nö, nur meine Netherwarzen sind gerade verbrannt. Wird schmollig. Nee. Ja, ich brenne.
Alter. Ja, brennt man da bitte? Ziemlich lange? Ich verbrenne. Nee. Nee. Ich brauche was zu essen. Was hätten Sie denn gerne? Wir haben dabei Sandwich mit Apfel, Kiwi, Pflaume. Gib doch einfach. Hier kriegst Pflaume. Nee. Du wolltest es dir nicht aussuchen. Ja, ich muss mich einfach heilen, weil ich noch 1,5 Herzen hatte. Ja, was? Hier sind Imps. Kiste. Ich will auch eine Kiste. Du hast doch Sattel. Alles bekommen, was du wolltest. Eigentlich können wir alle Kisten. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Ich habe einen Sattel. Ich habe auch einen. Wuhu. Du hast gesagt. Da ist Erz. So, einmal kurz schauen, wo wir jetzt sind. Keine Ahnung mehr. Okay, da sind Enderman, Pigman, Gedöns-Zeugsi. Hat man schon fast. Entweder wir dappeln jetzt noch weiter rum oder wir bringen die Sachen ganz brav in Sicherheit. Egal. Ich wäre fast für Sicherheit. Dann machen wir nochmal Chimichanga. Chimichanga? Geronimo! Au. Natürlich versuchen zurückzulaufen. Keine Ahnung, ich müsste sie, wenn er nachport, nicht haben, Spawn nicht markiert. Ich habe ihn markiert, deswegen. Ups. Mal nur ein bisschen vorsichtig sein hier mit Big Lava See. Genau wegporten, sagte sie und lief immer weiter hinein. Da ist Erz. Da ist Erz. Theoretisch können wir auch versuchen, den Weg zurückzunehmen, den wir gekommen sind. Klar, wo wir uns dreimal hochgebaut haben und zweimal runtergesprungen sind. Ja. Nehmen wir noch ein bisschen Seelsand mit. Die Fragmente der Suffering, Dingster Bumster. Ja, ah ne, da geht's, hier geht's wieder in die Festung. Okay. Tatsache. Aber wir können hier links auch langlaufen, längs auf höherer Ebene. Da müssen wir nur schauen, wie wir hier runterkommen. Nehmen wir doch einfach mal die Festung und gucken einfach den Weg, den wir am ehesten runterkommen. Hier geht's wieder rauf, toll. Ich glaube nicht, dass die Festung einen endgültigen Weg nach unten eingeplant hat. Nee, gibt's auch nicht. Achtung, da ist das böse Loch. Das sehr böse Loch. Mein Herz! Kacke! Hallo? Um Gottes Willen. Ja, da war ich schon, das sind meine Fackeln. Wir müssen hier eigentlich runter. Fällt gar nicht auf. Nee, überhaupt nicht. Wir könnten uns da den Sockel runterbauen. Wie viele Herzen hast du noch? Ein halbes. Hast du Fallschutz auf dem Rüstung? Nein. Diese Fackeln in der Seitenhand, die regen mich auf. Ich finde die eigentlich ganz praktisch, ja, meistens. Du setzt sie bloß andauernd. Das stimmt. Achso, ich hab noch Nompf.
Da ist ein Enderman und ein Magma-Block. Ja, den Magma-Block bräuchten wir für Feuerresi. Magma-Slime! Wie lange haust denn du auf den rum? Ich hab das normale Eisenschwert gerade in der Hand. Wie clever ist es eigentlich, das alles so neben der Ding zu machen, neben dem Lavastrom? Was? So, und zwar in diese Richtung hier ist der Spawn. Ich kann jetzt Feuerschutz auf Tinkersachen machen. Okay. Dieser Schleim, den ich hätte mehr Schleim mitnehmen sollen. Den Schleim brauchen wir aber auch für die Tränke. Was? Kackvieh. Bisschen. Geht's auch weg? Doch jetzt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich mich gerade hinbaue. Ich merk's. Leo. Ja? Soll ich mich einfach vorbauen mit dem Hammer? Was? Du siehst nicht, wo der Spawn ist. Doch links von uns irgendwo. Irgendwann müssen wir ja wieder rauskommen. Irgendwann. Wie wär's, wenn du dich einfach ein Stück nach links buddelst? So. Wir kommen näher. Wenn du zu mir kommst, ich glaube, ich habe einen relativ schönen Weg gerade angefangen. Was? Hier geht's nicht um schön. Hier geht's um schnell. Und dabei auch gleich ein bisschen Erz mitnehmen. Jo. Also dein Tunnel ist ja der blanke Scheiß. Aber er funktioniert. Ja, wenn man dir die ganze Zeit nachgräbt, weil alles so ausgeschlagen ist, dass man nichts ab... nicht umnimmt. Was schießt er auf dich? Ich hab einen Pikmin gekillt. Dann... Ausloggen? Einmal ausloggen, wieder einloggen, dann mögen sie dich wieder. Allerdings würde ich das vielleicht nicht unbedingt hier machen. Zu spät. Okay. Der ist mir genau vor die Lohe gesprungen. Ja, ich hab's gesehen. Und leider gibt's mit meinem Schwert kein halbes und kein ganzes. Wir hätten gar nicht so weit laufen müssen für sowas hier. Weiß ich, ich seh's gerade. So, Festung 2. Gehst du jetzt hin? Hier runter. Warum? Leo, sag mir doch bitte eine Richtung und lass mich doch an meinem Hammer vorgehen. So schief. Stückchen nach oben noch. Okay, mach einfach durch. Ne? So. Offensichtlich kein Interesse. Ja, ich wollte nur die Richtung zeigen. So. Staubsauger. Abbiegen? Noch nicht. Aber ein Stückchen rauf müssten wir.
Fressbässe. Hm? Hammer's down. Was? Das ging ja flink. Ja, ich habe jetzt den, bevor ich hier los bin, nicht nochmal repariert. Ach so. Gut, dann nehmen wir doch meinen primitiven Weg. Ah, primitiv trifft. Gefunden! Wir mussten uns nicht zurückporten. Juhu! Oh, ich hab Hunger. So. Gibst du mir alles an Netherstein, dann würde ich das nämlich in den Zwischenfolgen brennen. Hä, warum hast du ein Feuerzeug? Kiste? Ist sie? Na dann. Alter, Hä? Schau mal, der ist auf Kuschelkurs. Oh moi, seid ihr süß zusammen? Vielleicht hau ich ihn um. Dich greift er dann an. Kann ich mir vorstellen, hier, das ist mein Safe-Bunker zum Pigman-Klatschen. Sobald ich Pfeile hab. So. Tschüss. Tschüss. Ich lösche mal hier meinen Todespunkt. Ah, toll. Da haben wir uns den ganzen Weg nach da unten hinten gemacht und dann haben wir hier auch eine Festung. Naja, gut. Ich glaube, es gibt eindeutig Schlimmeres. Meinen Hammer reparieren. So. Wir verlassen den Meter. Ich bin sehr hungrig. Ja. Und ich würde sagen, mit dieser wundervollen Ausbeute werde ich jetzt mich mit Sortieren beschäftigen und ein bisschen aufräumen. Hey. So. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wahrscheinlich wieder alleine oder zu zweit. Mal schauen. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wann ich das nächste Mal jetzt aufnehme. Bald. Doch, ich werde nochmal aufnehmen. Mit diesem schönen Blick außerhalb des Nethers wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hier schaut. Und wir hören uns nächste Folge wieder. Ciao.